Herzlich willkommen wieder zurück zu Tekken 8 und seid ihr bereit für Get Ready for the Next Battle? Hier geht's auf jeden Fall weiter in der Storyline oder Story Kapitel 3 bis unbekannt. Mal gucken, wie weit wir in der halben Stunde vorankommen. Mein Name ist Christian Asia 3000 und wir stehen hier vor dem Kampf im Halbfinale. Chin gegen Reyna. Mal gucken, was uns erwartet, wie wir das abschneiden, ob wir es besiegen oder nicht, ob Chin seine Teufelskräfte wieder zurückbekommt. Das werden wir auf jeden Fall jetzt herausfinden. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. Der erste Schlag ist schon reingegangen in mich hinein von ihr. Da war ich unvorbereitet in der letzten Folge, aber wir werden jetzt mal gucken, ob wir uns gut kontern können. Denn ja, ich möchte vorab nochmal ansprechen, I'm not Pro-Gamer oder kein Pro-Kämpfer in dem Sinne, casual sage ich jetzt einfach mal. Und ich mache auf jeden Fall das Beste draus. Mal gucken, wie weit wir kommen. Let's go! Okay. Alles klar. Hey! Lass mal den Sieg nicht wegnehmen von dir. Nicht so. Okay. Gemacht, aber egal. Geht es automatisch? Okay. Yeah.
Round 2. Au. Die Trophäe wunderbar bekommen. Alles klar. Hör auf, deine Attacken zu machen. Ah! Verdammt. Okay, Quicktime-Events gibt es. Okay. Au. Au. Ja, das war... Ich hab das gar nicht, okay. Kazama-Jin, 넌 기묘한 힘을 가진 것 같은데. 그것도 포함해서 너야. 아, 재미없어. 저런 얼간이한테 지다니. 갖고よかったですよ, 진先輩. 오마이와 레이나가. 実は私, 진先輩にお願いがあるんです. Okay, mein Gefallen. Kapitel 4. Unnachgiebige Ehrgeiz. Nina. The woman you were looking for was with a serious marksman. Yatsura ga Italia kokunai kara denai you. Kanshi o tsuzukero. Claudio-san? L'antico demone Azazel è stato sconfitto da Jin Kazama. Adesso è sigillato nella tua mano sinistra. However, we are still in danger of annihilation. Jin Kazama has lost his light, and Kazuya Mishima's ominous glow grows ever stronger. Vuoi dire che sarà Kazuya Mishima, colui che distruggerà il mondo? To prevent this fate,
We must seek Jin Kazama. お前は、レイナか。実は私、ジン先輩にお願いがあるんです。私にも、三島和也を倒すお手伝いをさせてほしいんです。 それは、お前が使った技と関係があるのか？ 三島流の技ですか？ あれは、動画サイトの見よう見真似ですよ。 疑わしいからこそ放ってはおけない。そうだろう、風間陣。Gute Güte! Was für eine Ehre, von Präsident Lee höchstpersönlich begrüßt zu werden. Enno Harubaru Yokoso, Niklas Krisen Kyoju. Kimi wa tashika, izen no taikai de. Oh. Das ist Leo, mein Aushilfsassistent. Hoch erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Vater und ich fühlen sich geehrt. Jin Kazama, der Mann, der Unfrieden über die Welt brachte. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Gott, die deutsche Stimme ist so schlimm bei dem Junge. Fertig? Ich komme mit manchen. Ah, verdammt. Ich komme manchmal mit deinen Techniken nicht klar. So. Hat er geblockt? Okay. Wie nochmal mehr 2, das habe ich ja. Dafür ist es ja da. Um das Blatt zu wenden. Verstehe. Hast du etwas gemerkt? Ich würde gern von unseren Forschungserkenntnissen über Devil Bericht erstatten. Es gab zahlreiche neue Entdeckungen. Genau. Azazel, der einst unseren Ahnen erschien, schuf sich die Teufel als seine Sippe. Die Teufel berufen sich auf ein bestimmtes Gefühl, um übermenschliche Kräfte zu erlangen. Und dieses Gefühl ist Verlangen. Ich habe in deinen Fäusten nicht das Verlangen gespürt, zu siegen, zu nehmen oder zu zerstören. Aber ich habe es gespürt. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ein warmes Gefühl, wie ein gerade angezündetes Kaminfeuer. Es gibt keinen Grund, so zu werden wie Kazuya Mishima. Halte deine tiefsten Wünsche in Ehren. Kazama-jin,
Kazuya Mishima is sanctioning nations that were defeated during the preliminaries. If the tournament completes at this rate, the nation's hierarchy will become solidified. Qu'une hiérarchie s'établisse et que les humains commencent à se battre. C'était justement pour empêcher tout cela de se produire. Keihachi Mishima avait affronté le démon. Heihachi Mishima is dead. However, a man carrying on his bloodline and ambitions is trying to face off against the devil as a human. Lars Alexanderson, le lion de la rébellion. Très bien. Contactez Yggdrasil. Il faut une opération conjointe. Aye, aye, sir. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre des puissances de ce monde. Ich komme nicht wirklich klar mit den verschiedenen Sprachausgaben hin und her. Deutsch, Französisch, Englisch, Japanisch. What? Kapitel 5. Die Fäuste entscheiden. Alles klar. Ups. Nein. Falsche Taste. Sorry. Wollte nur was testen. Afin que tu puisses me voir triompher en personne. Mais tu sembles bien insatisfaite. Jikayo Jetto de Muriyari Tsuretekitoite. Nani ga Tsuretekite agemashita ya. Non, Chine Tongsengidonga? Itsumo Ani ga Sewa ni nattorimasu. Te chau wa! De, anta wa Jin no ouen ka? Ma, kurol li ga opjana. Nan. Mishima Kazuya를 때려눕히기 위해 온 거야. The middleweight boxing champion of the world, the genius of the ring, descends to the Coliseum. Stick Fox! Let's go. A tenacious will and a body of iron. This powerful pro wrestler takes his opponent's attacks and returns them with interest. Wähle deinen Kämpfer. Uff. Genau. Erstmal voll ins Gesicht. Okay. Mein King ist auch toll, Himmels Willen. Marvs hätte vielleicht King genommen. Also der, mein guter, geschätzter Kollege. Aber ich bin eher Steve-Fan. Au. Aber ich finde irgendwie seine Attacken wie im früheren Spiel waren irgendwie lockerer. Okay, kann man das jetzt selbst entscheiden, wer jetzt nach oben kommt? The self-proclaimed best fighter in the universe, his Phoenix Smasher, crushes everything in his way. Phoenix! This carnivorous beast invaded the Southeast Asia, Oceania qualifiers, and clawed its way to victory!
Mishima! Ich sage jetzt nicht schon wieder auswählen, okay. Dann ist klar, wen ich nehme. Kuma natürlich, nein, Scherz. Wir nehmen Paul Phoenix natürlich. Get ready. Guck, ob das auch noch funktioniert. Au! Au! Nee, wie die Kombos funktionieren nicht mehr irgendwie, habe ich das Gefühl. Oder eigentlich ein Salto machen, weil Paul kann auch ein Salto machen. Das habe ich nicht gedrückt. Geht automatisch. Okay. Next is the third match of the first round. The fighters who made it through the qualifier blocks will move on to round two. His chameleon-like style of martial arts turns his enemies into dust. Shaheen! He captures his prey with cool-headed combat sambo techniques and squeezes the life from it. Sergei Dragunov! Choose your fighter. Wähle deinen Kämpfer. Ja, den Linken bin ich gar kein Fan, aber Dragunov ist halt schon von längerer Zeit schon dabei, deswegen werden wir diesen nehmen. Get ready. Von links diesmal. Genau. So, die erste Hälfte der Vorrunde ist ja abgeschlossen. Vielleicht. Let's head right into the second half of round one. Round one, match four. The winner here will move on to round two. Is a sword against the rules? Obviously. But ninjas don't abide by the rules. Yoshimitsu! He runs wild and leaves destruction in his wake. The man synonymous with violence. Brian Fury! Genau. Ja, also wir haben jetzt hier Auswahl zwischen Yoshimitsu und Brian Fury. Ja, welchen ich auswähle, werden wir in der nächsten Folge sehen natürlich, sonst wird die Folge zu lang. Kurz vorab, lassen wir das einfach, was ich gerne noch dazu sagen möchte zu Yoshimitsu und Brain in der nächsten Folge. Lasst euch überraschen, einfach, ne? So, und wenn es euch gefallen hat, natürlich liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, so bunt kein Mord. Euer ChristianAge3000 mit Tekken 8 hier auf der PlayStation 5. Bis zur nächsten Folge. Ciao und bleibt gesund. Tschüss.